Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2. So, ihr seht es, der nächste Tag ist angebrochen und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe mich gestern Abend noch kurz eingeloggt und habe ein bisschen, hier, sobald es mal geht, genau hier, kurz beim Posteingang reingeschaut. Und ihr seht, wir haben neue Anfragen hier, Titania88, nehmen wir gerne mal an. Es gab gestern Abend auch noch ein paar mehr, wo unsere Helden eingesetzt wurden, ein paar mehr Anfragen. Aber irgendwie scheint es gerade ein kleines bisschen zu hängen hier. Komm schon, lass mich nicht im Stich. So, wir sammeln mal alles ein. Also wenn es grundsätzlich hängt, liegt es daran, also ne, wenn es da hängt, wo Verbindungen abgefragt werden müssen, liegt es daran, dass ich momentan am Hochladen bin. Also nicht wundern, wenn es da mal ein kleines bisschen länger dauert oder ein bisschen hängt, das liegt nicht am Spiel, sondern weil ich gleichzeitig hochlade. Und das ist ja ein Online-Game, dementsprechend kann es passieren. 3 Energiezellen einsetzen müssen wir. Wir müssen ein PvP-Spiel gewinnen, oder zum, ja doch, gewinnen. Und wir müssen 10 Hydra-Soldaten vermöbeln. Abhängig davon, wie jetzt unsere nächsten Missionen aussehen, werden wir sehen, ob wir das mit den 10 Hydra-Soldaten schaffen oder nicht. Sollten wir das hier schaffen wir sowieso. Und sollten wir das hier schaffen jetzt in dieser Folge, dann werde ich das ja auch noch onscreen machen. Ansonsten mache ich alles andere insgesamt offscreen. So, wir gehen mal kurz bei den Helden schauen. Ich habe nämlich versprochen, oder letzte Episode angekündigt, dass ich die Helden ein klein wenig leveln werde. Ein bisschen, Fähigkeiten grinden, so rum, das wollte ich sagen. Und ich zeige euch mal kurz, was ich gemacht habe hier bei den Versuchen für Luke Cage, den ich ja gerne öfter einsetzen möchte in Zukunft. Ihr seht es, wir haben eine Sache schon abgeschlossen, nämlich Rhino besiegt. Das habe ich offscreen gemacht. Ich bin einfach nochmal durch die Mission durch mit Rhino. 5 Erkundungsmissionen machen mit Luke Cage ist ja kein Problem, machen wir sowieso. 30 Aufmischer besiegen, da müssen wir einfach nur Luke Cage dabei haben, während wir Aufmischer besiegen, also die mit der gelben Faust. Kein Problem, das Ganze kommt mit der Zeit. Genauso 30 AIM-Leute besiegen, kommt mit der Zeit. Und 20 freie Angriffe durchführen, kommt auch mit der Zeit. Dann ist Luke Cage Level 2 oder Stern 2, das finde ich klasse. Und das hier habe ich bereits gemacht. Straßenweisheiten 3-mal benutzt, dadurch wurde es auf... hat es den 2. Stern bekommen und beim 3. Stern, den 3. Stern kriegen wir, wenn wir es 10-mal benutzen, aber ab Stufe 20. Ich gehe mal ganz kurz auf Fähigkeit und zeige euch das Ganze mal kurz, was es jetzt macht. Ich habe es zwar in der letzten Episode kurz vorgelesen, aber ich glaube, ich habe es nicht richtig vorgelesen. Da war ich ein bisschen verpeilt. So, also, ihr seht es hier, es macht mehr Schaden, 148, kostet immer noch 70 Ausdauer, macht immer noch Schutz, aber zusätzlich... hat es jetzt den Effekt, eine 80%ige Chance, dass der Gegner aus dem Gleichgewicht gerät. Und wenn der Gegner aus dem Gleichgewicht ist, bekommt er 75% mehr Schaden durch freie Angriffe. Das ist ein grandioser mentaler Debuff. Und da Luke Cage eh Meister der freien Angriffe ist, werden seine Konter umso härter auf einen solchen Gegner. Alles andere erhöht nur noch den Schaden und senkt den Ausdauerverbrauch. Deswegen erstmal nicht so wichtig. Wichtig war für mich dieser Effekt. So, und um euch zu zeigen, wie das Ganze dann aussieht, wenn man das anklickt, habe ich mir extra Daredevil aufgehoben, um es euch zu zeigen. Ihr seht es, bei Versuche ist dann hier oben ein Ausrufezeichen. Und dann seht ihr das hier unten. 3 von 3, wir haben es ausgeführt. Also wir haben es erst für 200 gestartet, ne? Dann habe ich 3-mal den Schlagstock-Niederschlag ausgeführt. Und jetzt klicken wir auf Verbesserung. Und dann sieht es folgendermaßen aus. Zwei Sterne, der Schaden hat sich erhöht, die Ausdauer ist immer noch gleich, es ist immer noch langsam, stumpfer Nahkampfangriff, da hat sich nichts geändert. Aber wenn wir jetzt auf Fähigkeiten schauen, und das ist nämlich das Besondere an dieser Fähigkeit, wir haben jetzt den 2. Stern dazu bekommen. Nicht nur, dass es 50% mehr Schaden auf den Gegner einen physischen Debuff hat, wenn wir ihn irgendwie einen verpassen können. Der Devil selbst kann es nicht mehr, ich habe keine Skills dafür angelegt, aber Finesse. Wir verbrauchen nämlich keine Ressourcen, also keine Ausdauer, wenn wir einen kritischen Treffer machen. Und die Chance, dass der Devil einen kritischen Treffer landet, ist extrem hoch. Außerdem habe ich gestern noch ein bisschen PvP gemacht und habe dabei zum Glück das ISO bekommen, das ich unbedingt haben wollte. Entschuldigung, insgesamt hat Daredevil ein paar schwächere ISOs jetzt angelegt, aber ihr seht es, ich habe dieses Symbol. Und dieses Symbol besagt, verborgen Set, beginne jede Welle mit heimlich. Also, wir haben zwar jetzt ein bisschen schlechtere Werte, dafür beginnen wir jede Welle mit heimlich. Und ich glaube, das ist insgesamt viel besser für Daredevil, als ein paar Werte ein bisschen besser zu haben. Deswegen lege ich das so an, auf diese Weise
haben wir immer wieder von Anfang an den Effekt, dass wir heimlich sind. Und wie das aussieht, werde ich euch jetzt zeigen in den Kapiteln. So, der gute Terror hat mir auch noch Tipps gegeben für die Spezialoperationen. Was das für Tipps sind, werde ich euch zeigen, wenn ihr die Spezialoperationen von mir parallel schaut. Also die komplette Mission 2 habe ich schon fertig, komplett vorproduziert. Und ab der nächsten Mission werde ich dann auf den Tipp eingehen vom guten Terror. Da nochmal herzlichen Dank an der Stelle. Also, wenn ihr diese Episode jetzt seht und danach die nächste Spezialoperation seht, kommt erstmal praktisch, ich zeig's mal ganz kurz. Ich produziere Spezialoperationen immer komplett vor. Weil das schnell geht und ich nehme einfach alle Folgen gerade am Stück auf und release den aber trotzdem nur täglich. Ich denke, Spezialoperationen sind in sich abgeschlossen. Ne, das ist das hier. Diese Spezialoperation habe ich zu dem aktuellen Zeitpunkt schon komplett abgeschlossen. Aber ihr werdet heute die erste oder gestern die erste Folge gesehen haben, heute die zweite Folge und dann eben Stück für Stück nochmal die nächsten Folgen, bis die hier fertig ist. Und dann für alle zukünftigen werde ich den Tipp vom guten Commander Terror beherzigen. So, was das für ein Tipp ist, schaltet bei den Spezialoperationen ein, dann seht ihr das Ganze. Ich werde jetzt erst einmal in den Laden gehen und da ein paar Energiezellen öffnen und dann machen wir die Mission weiter. Erst einmal diese Energiezelle hier. Es ist ja immer spannend, was da drin ist. Sehr schön, 600 Silber. Ja, also dieses eine Set, das ich für Daredevil bekommen habe, ist ein PvP-Set. Das kann man hier nicht erhalten. 200 Fertigkeitspunkte, sehr gut. Können wir wirklich gut gebrauchen. Es ist ein Set, das man nur in PvP bekommt, soweit ich weiß. Zumindest nicht in den Missionen auf Normal bis jetzt. Deswegen bin ich froh, dass wir es bekommen haben. So, wir starten jetzt Mission 5. Das I aus AIM. AIM-Forschungseinrichtungen machen Überstunden. Sieht aus, als wäre der Chef in der Stadt. Dann wollen wir doch mal sehen, wer der Chef ist und ihm gehörig in den Hintern treten. Shield Commando, alle Teams sind in der Evakuierungszone und warten auf ihre Extraktion. Quinjets sind unterwegs, Major. Aha, das ist der Scientist Supreme. AIM-Personal, hier ist euer Scientist Supreme. Die Ultron-KI hat Produktionsanlage 03 übernommen. Stellen Sie sämtliche Tätigkeiten ein und melden sich bei Ihrem Supervisor, um Zerstörungsanweisungen zu erhalten. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass ich keinen Platz in einem Quinjet bekomme? Ultron ist zu gefährlich. Wir können nicht einfach zusehen, wie er alle AIM-Systeme übernimmt. Commander, Ihr Team ist für diese Situation besser gewappnet. Ich schicke Sie wieder rein. Carol, sicher Sie in die Evakuierungszone, damit wir Ihre verletzten Leute da rausholen können. Okay, natürlich müssen wir das Ganze übernehmen. Ihr seht den Plan für die nächsten drei Episoden. 1-2 ist die erste Episode, 1-2 ist die nächste Episode, 1-2 ist die dritte Episode. So sieht's aus. Stufe 14 sind das alle. Ultrons Armee und wir haben es trotzdem wieder mit AIM-Leuten zu tun. Also hoffe ich mal, dass wir zwischendurch auch ein paar AIM-Schläger besiegen können für Luke Cage. Unser Team werde ich folgendermaßen zusammenstellen. Das sind die Charaktere, die wir leveln. Das bleibt dabei, also Hulk anstelle von Vision. Denn wir haben unseren Hauptinfiltrator. Wir haben jetzt zukünftig unseren Haupttank. Natürlich bleibt Hulk noch mit dabei als User's Choice und als stärkster Charakter, den wir momentan haben. Als stärkster Tank zumindest. Vernichter und Taktiker nehmen wir auch mit, denn ich level sie als Taktiker. Und was wollen wir mitnehmen? Ein Infiltrator, um die zu verprügeln. Wir nehmen einen Taktiker mit, um die hier zu verprügeln. Und wir nehmen Thor mit. Ich glaube, ich muss Black Widow mal ordentlich ausrüsten. Wen nehmen wir mit als Verbündeten? Ich will auf jeden Fall wieder Verbündete einsetzen. Wisst ihr was? Wir brauchen Infiltratoren und wir haben Gamora zu selten gesehen. Darum würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Gamora mit, auch wenn sie vom Level her ein bisschen schwächer ist. Und er hier, den nehme ich deswegen mit, damit wir einfach ein paar freie Angriffe ausführen können. Und ich vertraue mal darauf, dass wir Black Widow, falls die Gegner zu starke Vernichter haben, Black Widow als Reserve haben. Außerdem haben wir Hulk als Reserve-Tank und wir haben immer noch Hawkeye, wenn wir mal ordentlich Schaden austeilen müssen, beziehungsweise Flächenschaden brauchen. Hulk und Hawkeye sind ja so unsere Flächenschadenmacher. Vielleicht werde ich zukünftig mal Iron Man mitnehmen im Team, inspired by Commander Terror sozusagen. Das macht echt Lust auf mehr Iron Man. Und ihr seht es, Daredevil fängt sofort unsichtbar an. Das Gute ist, dass selbst wenn wir nicht zuerst dran sind, dass die Gegner dann Daredevil nicht direkt anvisieren können. Außerdem ist dieser Angriff gleich von Anfang an 50% stärker. Und wenn wir critten, dann sind wir auch sofort nochmal dran.
Ich zeige euch das mal kurz. Wir greifen mal C an, denn C wäre jetzt dran. Zack! Wir haben den weggeprügelt, außerdem haben wir einen kritischen Treffer gelandet, sind sofort wieder dran, haben nur 10 Ausdauer verbraucht und jetzt machen wir mal Schlag statt Niederschlag auf A. Und ihr seht, wir haben mehr Schaden gemacht. Die Attacke hat uns jetzt keine Ausdauer gekostet. Und ja, also war eine coole Kombo. Jetzt greifen wir mal hier an mit Ablenkungsschlag. Den Angriff haben wir schon mal gesehen von ihr. Jetzt ist sie heimlich geworden. Ihr seht es, sie ist auch Infiltrator und Infiltratoren haben immer irgendwelche Möglichkeiten, heimlich zu werden. Der Devil soll zukünftig keinen Schaden mehr bekommen. Darum lassen wir jetzt Luke Cage angreifen. So, und ihr seht es, die nächste Welle beginnt. Der Devil ist heimlich geworden. Das Besondere ist, normalerweise, wenn er nicht mehr heimlich ist, dann wurde er entdeckt. Und wenn er entdeckt ist, kann er nicht mehr heimlich werden. Aber diese Isos haben immer Vorrang. Dass, obwohl wir entdeckt wurden, beginnen wir die Welle trotzdem heimlich. Darum ist es so mächtig. Er hält nach dem Angriff konzentriert und heimlich, also ausgewogene Wahrnehmung. Das ist super geil. Wir machen jetzt, weil wir heimlich sind, könnten wir Schlag statt Niederschlag machen. Ihr seht es, wenn wir critten, kostet es keine Ausdauer. Darum machen wir jetzt Schlag statt Niederschlag auf den hier, das Jocasta-Modell. Kann ich ja mal kurz zeigen. Das ist das Quad-Core-Ultron. Und das sind die Open-Source-Ultron. Die haben wir schon mal gesehen. Wir greifen soweit an mit Schlag statt Niederschlag in der Hoffnung, dass wir critten. Wir werden wahrscheinlich critten, weil wir heimlich sind und konzentriert sind. Und deswegen, ja, guckt es euch einfach an. Grandioser Schaden. Ihr seht es, wir würden jetzt heimlich werden. Können wir aber nicht, weil wir entdeckt wurden. So, außerdem gehen wir auf den Modus Greif mich an und wir machen mal das hier. Salve, das kostet, das gibt Kombo-Punkte. Nee, das kostet, glaube ich, jemals Kombo. Erfordert einen Kombo-Punkt, okay. Und erfordert einen Kombo-Punkt. Wisst ihr was? Das erfordert sogar die gesamten Kombo-Punkte. Dann machen wir mal das hier. Stahlsalve auf A. Okay, gut. Hat ein bisschen Bonusschaden gemacht. Ja, wie gesagt, sie ist nicht so stark. Und darauf kommt es an, dass wir kostenlose Angriffe machen mit Luke Cage. Gegner ist verprügelt, er kriegt mehr Schaden durch Nahkampfangriffe. Und hier auch wieder ein kostenloser Angriff. Grandios. Das zählt alles passiv mit. Unbewaffnete Nahkampfangriffe gegen das Ziel verursachen 25% mehr Schaden. Und er selbst macht ja unbewaffnete Nahkampfangriffe. Grandios. So, und ihr merkt, das Entdeckt ist weg. Wir sind sofort wieder heimlich. Und weil wir vorhin gecrittet haben, haben wir keine Ausdauer verbraucht. Wir greifen mal damit an auf irgendeinen Gegner. Ist im Prinzip egal auf welchen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die wegprügeln. Der ist aus dem Gleichgewicht, das ist sehr schön. Und ihr seht es, wir haben immer noch 70 Ausdauer. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, wir haben vorhin gecrittet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls machen wir jetzt mal den Angriff hier auf A. Täuschungsschlag. Großer Schaden, wir sind sofort wieder dran. Haben leider keine Ausdauer mehr, um irgendetwas durchzuführen. Ist aber egal. Die Ausdauer lädt sich schnell wieder auf. Wir machen mal Mann ohne Furcht auf B. Und dann greifen wir mit ihr hier an. Auf A. Okay, es hat nicht gereicht, um A wegzupusten. Aber ihr seht es, A greift Luke Cage an. Und natürlich machen wir kostenlose Angriffe. Und A greift wieder Luke Cage, B greift Luke Cage an, kriegt aber erhöhten Schaden durch kostenlose Angriffe, weil er ja aus dem Gleichgewicht war. Und jetzt sind wir wieder dran. Wir machen mal Schlagstopp Niederschlag. So, also wenn das hier, ne? Wenn das hier kein kritischer Treffer war, weiß ich auch nicht mehr. Und wir haben einen grandiosen Sieg davon getragen. Leider kein Level up für unsere Charaktere, ist aber nicht weiter wild. Prügler scheuen vor keinem Kampf zurück. Sie sind strapazierfähig und verfügen über Fähigkeiten, die sie Schutz ausüben lassen, sodass sie zum Ziel werden. Also, dass sie zum Ziel werden. Genau das ist eben Luke Cage/Hulk. Fixer hat wohl ein paar neue Freunde. Die Ultrons müssen seine Implantate gehackt haben. Sie, wenn sie Technologie dabei haben, sollten sie sie im Auge behalten. Ja, also ihr seht es, wenn wir jetzt auf schwer spielen würden, könnten wir diesen Weg hier einschlagen. Tun wir leider nicht, das wird aber noch kommen in diesem Let's Play. Darum kämpfen wir jetzt noch einmal gegen den Fixer. So, er ist Taktiker, das heißt, so jemand wie Daredevil ist extrem effektiv. Außerdem sind ja ein paar Vernichter dabei, das heißt, Luke Cage muss aufpassen. Wir müssen kurz warten, bis es geladen ist hier, weil, wie gesagt, meine Internetverbindung gerade völlig ausgelastet ist. Ich hoffe mal, dass das jetzt schnell geht. Falls nicht, werde ich das eben schneiden, ganz einfach.
So, da bin ich wieder. Ich habe das Ganze mal neu gestartet und ihr seht, wir sind wieder eine Station zurückgerutscht. Warum auch immer, irgendwie hat es das nicht angenommen. Ich habe zwar geschaut, wir haben diese eine tägliche Quest geschafft, in der wir diese Energiezellen öffnen müssen. Das hat funktioniert. Aber der Gegner, den wir gerade besiegt haben, ist wieder nicht mehr besiegt. Darum dachte ich mir, komm, ich mache das Ganze nochmal und film das Ganze auch. Also nehme das Ganze mit auf, damit ihr nochmal ein bisschen Action sehen könnt. Deswegen wechsle ich mal kurz hier Daredevil aus für Black Widow. Und dann nehmen wir einfach mal dieses Team hier mit und starten mal die Mission. Doppelte Black Widow Action als kleiner Bonus für euch, bevor wir dann Richtung Boss gehen. Die Energie, die wir verbraucht haben, benutzt haben, ist, glaube ich, verbraucht. Die ist, glaube ich, weg. Ich habe nicht so genau drauf geachtet. Aber gut, sei es drum. Wenn es so ist, dann sei es drum. Wenn es nicht so ist, ist es gut. Jedenfalls kriegt ihr jetzt gerade einen kleinen Bonuskampf zu sehen, indem wir einfach mal doppelte Black Widow Action machen. Es ist tatsächlich möglich. Also es ist möglich, jeden Charakter aus einer anderen Zeit mitzunehmen. Habe ich ja, glaube ich, schon mal angesprochen in älteren Episoden. Denn das Marvel-Universum ist ja kein Universum, sondern eigentlich ein Multiversum, in dem es eben mehrere Universen gibt. Und es ist möglich, dass sich eben verschiedene Charaktere aus verschiedenen Universen treffen. Dementsprechend haben wir jetzt praktisch hier die Black Widow aus den Comics und hier die Black Widow aus dem MCU, aus dem Marvel Cinematic Universe. Wir machen mal als allererstes ihre ultimative Fähigkeit, Ballerina. So ein Doppelkick auf alle Gegner. Jetzt wissen wir, warum diese Black Widow so mächtig ist. Hat mir ja der gute Commander Terra empfohlen. Komm, wir machen es gleich nochmal. Ja, ich kann mir denken, dass das extrem stark ist im PvP, definitiv. So, was haben wir denn hier? Zwei Vernichter. Da lassen wir doch mal sie ein bisschen aufladen. Das ist Situationsbewusstsein. Erhöht Schaden, Präzision, das nächste Litten. Ah, das ist sehr schön. Machen wir mal, sagen wir jetzt mal, B soll mehr Schaden bekommen. Zuerst weit geöffnet. Und jetzt benutzen wir unsere Black Widow. Was ist das denn für eine Fähigkeit hier? Nächste Fähigkeiten sind schnell, das ist eigentlich ziemlich cool. Und das hier war nochmal, ah ja gut, 120 Schaden. Ich würde aber sagen, wir machen das hier auf den da. Denn dieser Angriff macht 50% Bodenschaden, wenn der Gegner einen taktischen Debuff hat, das hat er ja. Und außerdem stärkt das ihren nächsten Angriff. Zack, auf ihn! Sehr schön, den haben wir weggeprügelt. Denn er hat ja auch diesen Debuff gehabt von ihr hier. So, dann machen wir mal das hier, Witwenbiss. Damit ist er gesappt und auch Luke Cage darf mal angreifen mit Straßenweisheiten. Nicht besonders stark gegen diesen Gegner, aber gut. Wir sagen mal, er soll ein bisschen mehr Schaden erhalten. Und dann sagen wir nochmal, er soll ein bisschen mehr Schaden erhalten. Und dann, es ist Welle 3 von 3. Komm, ist da was? Was macht denn das hier? Flankieren, kann unter Schutz angreifen. Komm, wir zeigen einfach mal das hier. Witwenmacher. Ein cooler Combo. Ja, ich wollte einfach mal die Black Widow von diesem Commander zeigen. Beziehungsweise diese Black Widow, die wir jetzt zugunsten von Daredevil nicht mehr einsetzen werden. Darum dachte ich mir, ich zeige das Ganze einfach mal als kleinen Bonus für euch. Jetzt haben wir sie hinter uns und machen da weiter, wo wir eigentlich eben schon weitermachen wollten. Und hoffen, dass es diesmal funktioniert. Also, ich glaube nicht, dass das... Es gab zwar vorhin die Meldung Serverprobleme, aber ich glaube nicht, dass das an den Servern von dem Spiel liegt. Sondern ich glaube es hier, ne, auch wieder... Achso, Inventarlimit-Überschreitung, ISO 8 verkaufen. Wir haben... Achso, Moment, das wusste ich ja gar nicht. Wir haben ein limitiertes Inventar. Das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht. Und wir können eben nur eine bestimmte Anzahl ISO... Ach, 100 ISOs, okay, gut. Also, was ich verkaufen werde, sind vermutlich alle 1-Sterne-ISOs. Netzwerkverbindungsfehler hier, ne? Das meine ich, das kommt dann immer, aber das hängt mit dem Internet zusammen. Ich versuche mal, kann ich das jetzt hier anklicken? Achso, wenn ich vielleicht auf ISO verkaufen gehe. So, jetzt kann ich welche auswählen. Dann fangen wir mal oben an. Blau haben wir keine, das hier will ich verkaufen. Das hier will ich verkaufen, das will ich verkaufen. Alles, was nur einen Stern hat, ne? Die setze ich ja eh nicht ein. Außer bei Daredevil habe ich eine Ausnahme gemacht. So, das mache ich dann irgendwann offscreen zukünftig. Nur damit ihr es mal seht. Ne? Ich verkaufe jetzt zukünftig immer alle 1-Sterne-ISOs. Okay, das will ich ausnahmsweise behalten wegen dem Heilding hier. Auch das hier.
Aber alles andere mache ich mal weg. So, ich weiß, wir kriegen zukünftig bessere, viel stärkere. Und ich könnte wahrscheinlich die anderen auch verkaufen. Die anderen Ein-Sterne-Dinger. Aber komm, was kostet die Welt? So, wir kriegen ja Silber dafür. Deswegen lohnt sich, das hebe ich mir auch immer noch auf. Und dann machen wir Fortsetzen. So, jetzt haben wir wieder Platz. Wir haben 30 Stück verkauft. Das finde ich ja klasse. Ist mir doch nie aufgefallen. Ich habe noch nie ins Inventar geschaut. Und hier haben wir den Fixer. Da hier auch Vernichter mit dabei sind, lassen wir Black Widow mal als Anführer mit dabei. Und nehmen wieder irgendeinen Verbündeten mit, der da mit reinpasst. Ah, nee, wisst ihr was? Wir nehmen mal einen Tank mit. Und zwar Commander Matthewson nehmen wir mit. So, weil der hat diesen Captain America, den neuen. Und dann packen wir hier als Anführer Daredevil rein. So. Und dann nehmen wir hier, weil wir einen Tank haben, nehmen wir hier Black Widow mit und lassen mal Cap hier als Tank. Er ist unser Tank, er ist unser Hauptdamage-Dealer gegen ihn hier und sie hält uns hoffentlich die Vernichter vom Hals. Das ist der Plan. Auf geht's, Leute. Ich meine, wir haben 10% Präzision ausweichen dank Daredevil und wir haben 10% Gesundheit und Ausweichen dank Cap. Insofern haben wir 20% extra Ausweichen, 10% mehr Gesundheit und 10% mehr Präzision. Ist eigentlich schon eine coole Sache, muss man sagen. Also ich gehe davon aus, dass wir ziemlich oft ausweichen werden. Hoffe ich doch mal, dass sich das jetzt schon bemerkbar macht. Zumal ja Black Widow sowieso für ihren Ausweichwert bekannt ist und erst recht Daredevil. Stan Lee hat selbst mal gesagt, dass Daredevils Radarsinne besser sind als die Spidey-Senses, als die Spinnensinne von Spider-Man. Und das heißt schon was. Gut, Daredevil steckt nicht so viel ein wie Spider-Man, dementsprechend muss er natürlich auch besser ausweichen können. Also, wir greifen als allererstes mal an. Ihr seht, wir sind wieder unsichtbar, wir sind effektiv gegen diese Person. Also sagen wir dieser Person mal Hallo. Sehr schön, kritischer Treffer. Das war's, wir greifen an mit Schlagstockniederschlag. Und wir haben gecrittet, das heißt, wir haben jetzt wieder volle Ausdauer. Grandios. Und wir beginnen sofort wieder heimlich. So, da wir extrem schnell sind, können wir auch sofort wieder heimlich angreifen. Ich würde mal sagen, wir machen hier wieder Schlagstock-Niederschlag auf 1, um Ausdauer zu sparen. Mal schauen, ob das wieder klappt. Wenn wir critten, sollten wir hier wieder auch keine Ausdauer verbrauchen. Wir verbrauchen jetzt 70. Mal schauen, wie viel wir haben, wenn wir wieder dran sind. Das ist zwar ein Test. Kosten erstattet. Finesse. So, mit Black Widow machen wir einfach mal, dass alle unsere nächsten Angriffe schnell sind. Temposchub. Ja, okay, die können ruhig angreifen. Das ist uns jetzt auch hier egal. Den Schaden nehmen wir einfach mal hin. Und Cap soll bitte mal, er ist kein richtiger Tank, aber er kann uns beschützen. Und er soll bitte mal Black Widow beschützen. Sie hat es nötig, das heißt, die beiden teilen sich jetzt den Schaden. So, da jetzt alle unsere nächsten Aktionen schnell sind, machen wir doch mal eine Aktion. Ich würde sagen, wir zeigen mal Pistolet, wie auch immer, das tut weh. Sehr schön. Und dann sagen wir mal, ihr seht, wir haben wieder volle Ausdauer. Wir können sofort wieder Täuschungsschlag aktivieren. Das machen wir auch. Und diese Aktion ist auch noch schnell. Das heißt, wir sind wieder dran, bevor die Gegner dran sind. So, sind wir ja sowieso. Das heißt, wir hätten was anderes machen können, machen sollen. Aber ist doch egal. Zack, zack, verwüstet, Kosten erstattet. Und ihr seht, auf diese Weise ermüdet Daredevil eigentlich gar nicht. Und wir fangen sofort wieder verdeckt an, können sofort wieder agieren. Und das machen wir auch. Wir sind sogar effektiv gegen diese Gegner. Wir greifen mal A an. Sehr schön. Kosten erstattet, weil wir gecrittet haben. Und dann sagen wir mal Witwenstachel auf den hier. Okay, gut. Nahkampf ist okay. Was machen wir hier? Mutiger Sprung oder Schildzertrümmerer? Was macht Schildzertrümmerer? Erhöht, achso, er macht erhöhten Schaden. Ich würde mal sagen, wir machen mal mutiger, wisst ihr schon, mutiger Sprung. Sehr schön. Cooler Combo. Also dieser Cap gefällt mir auch echt gut, aber ich nehme leider Luke Cage mit als Tank. Sonst würde ich echt in die Patrouille kommen. Ich möchte mal das hier aktivieren. Schlagstock, Niederschlag, denn auf diese Weise crippen wir, verbrauchen keine Ausdauer. Beginnen die nächste Runde heimlich. Und können es dem Fixer so richtig besorgen. Ja, das machen wir jetzt. Und er hat sogar Verstärkung mitgebracht. Terminierung einleiten. So, ihr seht, das ist ein Vernichter. Dafür haben wir ja extra Black Widow mit dabei. Er sieht uns nicht. Wir greifen an mit Täuschungsschlag. Sehr schön. Bonusschaden gemacht. Wir sind diesmal leider nicht heimlich. Aber da wir schon mal sofort wieder dran sind, machen wir gleich mal letzte Riten. Denn es ist unser stärkster Angriff und prügelt den aus den Schuhen. So, und mit Black Widow sagen wir mal, wir machen Systemschock. Oder wisst ihr was? Was macht das? Sind wir dann? Ja, dann sind wir schnell wieder dran.
Wir machen einfach mal das hier. Situation neu einschätzen. Und dann sagen wir mal kurz, wir wollen die Gegner versuchen zu verlangsamen. Die Aktion ist eh schnell. Oder wir machen das da. Komm, wir machen das da. Schildzertrümmerer. Zack, sehr schön. Schnelles Handeln. Okay, er greift Cap an. Das kann uns egal sein. Jetzt, da wir eine schnelle Aktion haben, machen wir einfach mal Systemschock. Sehr schön. Gegner ist aufgehalten worden. Er ist verlangsamt. Wir können ihn momentan nur schwächen. Cap ist dran. Cap kann nur beschützen. Der soll einfach mal Daredevil beschützen. Mit Stellung halten. Auf diese Weise heilt er sich. Die beiden teilen sich den Schaden. Daredevil ist dran. Daredevil macht Täuschungsschlag. Und das war's für ihn. Sehr schön, wir haben aufgeräumt, wir haben tolle Gegenstände bekommen, vor allem um die Dinger hier freue ich mich, um Black Widow ein bisschen aufpumpen zu können und einen neuen Energie, ne, wisst ihr schon hier, eine neue Energiezelle, das war das Wort, das mir eben entfallen ist. Fixer ist erledigt, aber die Ultron-KI scheint die gesamte Fertigungsanlage dieser Fabrik übernommen zu haben. Die Montagebänder wurden rekonfiguriert, um Replikanten zu produzieren. Okay, gut, also in der nächsten Episode machen wir dann diese beiden Stationen, bevor wir dann in der übernächsten Episode diese beiden Stationen machen. Wir gehen mal zurück auf die Startseite, denn hier können wir ein paar, die eine oder andere Daily schaffen. Wir machen zum Beispiel mal das hier auf und schauen, was für eine Ein-Sterne-Fähigkeit wir bekommen. Sobald es denn, ja, geladen ist, während das hier vor sich hin raucht und qualmt und blinkt und tut und macht. Ich hoffe mal, es funktioniert jetzt. Also ich werde zukünftig nicht mehr aufnehmen, während ich am Hochladen bin, denn das ist eine Katastrophe. Die letzten Male ging es wunderbar, aber heute will es irgendwie nicht so richtig. Mal gucken, ob ich hier auf zurückklicken kann. Nein, kann ich nicht. Okay, also müssen wir einfach mal abwarten. Wie gesagt, falls es hängt, schneide ich kurz. So, da bin ich wieder. Also, es sieht folgendermaßen aus, weil ich gerade eben am Hochladen bin und die Internetverbindung so beschränkt ist, hat auch der Sieg über Fixer nicht gezählt. Das heißt, wir haben praktisch im Laden gar nichts geöffnet gerade und dementsprechend auch noch nichts bekommen. Ich weiß nicht, wieso es aktuell so schlimm ist. Ich muss das mal checken, vielleicht mal den Router ausmachen und wieder anschalten. Einfach mal neu starten. Es hat zwar gezählt, dass wir am Anfang zwei Energiezellen benutzt haben und ich habe auch schon mehrfach Avengers Alliance aufgenommen, während ich hochlade, aber momentan macht es ein bisschen Probleme. Kann am Server liegen vom Spiel, kann aber auch an meinem Internet liegen. Ich vermute, erst liegt an meinem Internet. Deswegen werde ich jetzt hier an der Stelle die Episode beenden. Ich habe zwar einen Bonuskampf gezeigt, gegen, ne, wisst ihr schon, gegen die normalen Gegner vorhin. Ich werde aber nicht nochmal einen Bonuskampf zeigen gegen The Fixer, weil es kann nämlich sein, dass es dann wieder nicht zählt. Wichtig ist nur, dass wir, dass ihr gesehen habt, wie wir ihn verprügelt haben. Ich werde ihn gleich nochmal verprügeln, und zwar offscreen. Dann werde ich die letzte Energiezelle einsetzen, dass wir das hier bekommen. Dann werde ich ein PvP-Spiel machen und hoffentlich auch gewinnen und noch ein paar Hydra-Soldaten besiegen bei einer Spähmission. Ich hoffe mal, dass die Hydra-Soldaten kommen. Dann schlage ich nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ansonsten seht ihr in der nächsten Episode, ob wir 5 Gold mehr haben oder nicht. Daran erkennt ihr, ob wir die Daily Quest geschafft haben oder nicht. Ich würde sie aber gerne schaffen, weil wir nämlich 25 extra Marken dafür bekommen. Und die brauchen wir nämlich für die Spezialoperation. So, also lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Dann mache ich wie immer alles besser. Ansonsten danke ich herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und hoffentlich darf ich euch in der nächsten Episode wieder mit begrüßen. Ich freue mich riesig auf euch. Wenn ihr mich einladen möchtet in der Freundesliste, dann gebt hier einfach mein sobald es hier mal steht, mein Verbündetencode ein. Falls es hier nicht auftaucht, unten in der Videobeschreibung seht ihr auch, ihr merkt, das hängt schon. Das ist jetzt nämlich wieder Online-Abfrage. Geht auf Code eingeben, gebt meinen Verbündetencode ein. Ich führe die Freundesliste, ich setze eure Helden ein, ihr könnt meinen Helden einsetzen. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr dann meinen Verbündetencode. Falls er hier jetzt nicht mehr, nee, wird er nicht mehr, guckt in der Videobeschreibung, dann könnt ihr mich anfragen. Schreibt in die Kommentare rein, dass ihr es seid, damit ich euch nicht versehentlich rausschmeiße, wenn die Freundesliste voll ist. Und ansonsten vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss.